Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Soulstone Survivor. Heute testen wir mal den Attentäter. Den schalten wir uns frei. Das sieht ja auch cool aus. Müssen wir mal gucken. Er hat minus Bereichsmultiplikator. Wir können aber schon einmal mehr ausweichen von vornherein. 25 Modifikator für Bewegungsgeschwindigkeit. Also wir sind auch schneller. Und Wirkhäufigkeit von Zaubern ist auch erhöht. Das klingt ja schon mal gut. Dann nehmen wir auch Angriffe, die nah sind, und Bereichsmodifikator müssen wir halt ein bisschen hoch steigern dann. Die Steine dafür haben wir. Wählen wir uns den mal aus. Und dann ja. Wir können ja mal hier Fluch spielen. Dann haben wir das auch freigeschaltet. Geht jetzt natürlich nur Stufe 1. Mal gucken wir uns den mal an. Ich hoffe, ihr habt über Weihnachten keine Probleme im Internet. Bei einem Kundenservice 1 erreichen ist eine Kunst für sich. Arbeitet keiner. Also, er macht so einen Stoßangriff. Wir treffen direkt mehrere Gegner auf einmal. Das ist schon mal super. Kleiner Meteorit wieder. So. Ja, dann nehmen wir erstmal Rüstung noch. Weil so weit geht die Fähigkeit ja noch nicht. Ah, richtig gut, dass wir dreimal ausweichen haben. Mit ein bisschen Glück bekommen wir dann noch einmal ausweichen später. Aber dreimal ist ja schon super. Klingensturm. Kennen wir das schon? Wirbelt eine Waffe ein paar Sekunden lang um sich herum und trifft Feinde um dich herum insgesamt 20 Mal, wobei jeder Treffer 75 Schaden verursacht. Cool. 1500 Schaden. Ah, cool, unser Charakter dreht sich dabei auch. Dann machen wir mal hier Bereichsmodifikator zum Einsammeln. Wir können uns ja mal das da organisieren. Oh, das ist aber schon eine coole Fähigkeit. Oh, machen wir auch mal Schaden erhöhen davon. Das ist bestimmt später, ist die Fähigkeit richtig gut, wenn wir so ausweichen machen. Durch die ganzen Feinde durch. So. Ah, davon ist er nicht so toll. Wir nehmen aber mal den Donnerschlag hier. So, müssen wir gucken, wie wir das alles gut kombiniert kriegen. Oh, Block erhöhen. Ah, machen Mehrfachwirkung ist besser. Da, 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 da. Oh, da waren aber schön viele. Schattenkugel. Ein Todesstrudel. Ich weiß nicht, ob ich den euch schon mal gezeigt habe. Dann machen wir den mal an. Er macht auch zwar leider nicht viel Schaden, aber er ist halt echt cool. Und der ist gut für Feinde, die nicht in der Nähe sind. Weil viele greifen ja fern an. Da haben wir so einen. Wir können später davon noch viel mehr haben und viel größere. Oh, der macht auch super Spaß zum Spielen. Gut ist dieser Klingenangriff. Oh, Kettenblitz hier, direkt raushauen. Also, schadenstechnisch und kampftechnisch ist er richtig gut.
Typbereich. Werden drei Stück. Ist gerade aufgefallen, die leuchten dann auch, also so ein bisschen erhoben. Oh, guck mal, da ist ein Boss. Ja, guck. Wollte ich euch gerade zeigen. Der Bereich war aber irgendwie sehr groß. Und der Tornado zündet ja auch direkt im Boss. Also richtig gut. Boah, Todeskralle, noch eine neue Fähigkeit. Beschwört eine chaotische Todesklaue zu den Füßen eines zufälligen Gegners, die eine zufällige Menge an Schaden zwischen 1 und 1300 verursacht. Mächtige negative Auswirkungen anwendet. Negative Auswirkungen beschreibt jeden negativen Effekt, der auf das Ziel angewendet werden kann. Oh, die gönnen wir uns doch mal. Nie im Leben nehme ich Leviathan. Das kannst du so knicken. Das mit dem Schaden ist dann zwar so eine Sache bei dem Angriff. Bei der Todeskralle da. Aber da wir ja jeden Schaden auf ihn anwenden, wenn er später stärker ist und nicht direkt dort umfällt. Achso, wir haben ja schon alle. Ist das richtig gut? Er ist dann verflucht, vergiftet. Hier Brand hat er und alles. Also er hat ja dann einfach alles. Ist ja richtig gut. Wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir unsere Hauptfähigkeit, die wir vom Start her haben. Oh, es sieht natürlich aber auch noch mega aus, wenn das aus dem Boden kommt, ne? Das war unsere Hauptfähigkeit, diesen coolen Blutstoß da. Hier, diesen finsterer Schlag ein bisschen erhöhen. Aber Blockkraft erhöhen. Also der hat coole Fähigkeiten. Ja, komm, machen wir noch ein bisschen Gift mit dazu. Können ja mal alles benutzen hier. Der Wirkradius ist auch super gut von unseren Fähigkeiten. Nichts rumliegen lassen an Erfahrungspunkten. Ah, die waren mal instant tot. Bereich. Wir haben... Ah, okay. Überall, wo ein Typ steht, bis auf Kettenblitz, wenn ihr es seht, unten. Das wird alles verstärkt. Oh, richtig gut. Nehmen wir mal direkt mit. Nur mit den Tornados der Nachteil. An für sich machen die nicht sonderlich viel Schaden. Also Anfangsschaden. Zwar über Zeit machen die gut Schaden. Oh, machen wir Kettenblitz. Aber wenn wir später im Spiel sind, ist das ein bisschen problematisch wegen den roten Flächen. Die sieht man dann irgendwie nicht mehr so sonderlich gut. Und damit haben wir ja schon immer unsere Probleme. Bei so vielen Gegnern und Angriffen überhaupt noch eine Fähigkeit zu erkennen. Aber der Kettenblitz ist ultra. Der macht so, hat so eine hohe Wirkradius. Rüstung, Block, Rüstung, Block. Gift. Kann man sich nicht entscheiden, nimmt man Gift. Hilft immer. So. Ein bisschen Erfahrungspunkte einsammeln. Da, da, da. Ein Boss ist aufgetaucht, das merkt man immer gut am Haken. Brauchen wir wenigstens nicht nur hier oben hingucken, wie viel man noch töten muss. Links oben ist der Boss. Oh, hier, wir erhöhen die natürlich mal. Die ist mega, die Fähigkeit. Ja, wir standen neben ihm, ne? Habt das gesehen? Trotzdem hat er uns erwischt mit seiner komischen Fähigkeit. Glaubt er wohl selber nicht. Da
Also er spinnt ja, der Boss. Glaubt er uns ernsthaft, hier macht er uns Schaden, oder was? Was ist denn los bei ihm? Räumt er eigentlich nachts? Ja. Erfahrungspunkte uns ein bisschen heilen und gut ist. Wir heilen uns ja immer durchs Level up, also. Alles nicht so wild. Boah, unser... Der Angriff ist so cool mit diesem roten Pfeil. Jetzt haben wir diese nervigen Schlangen. Da haben wir versehentlich irgendwo drin gestanden. Den Brummkreisel, den wir da haben, der ist auch schon Stufe 8. Richtig gut. So früh. Dabei haben wir erst zwei Bosse getötet. Aber der Tornado ist echt witzig. Ja, warum sind hier schon wieder so wenig Gegner? Wie soll man denn da auf Zeit kommen? Oh, mal Kettenblitz erhöhen. Echt, wir sind schon wieder was bei 7 Minuten. Erst zwei Bosse. Also hier kommen viel zu wenig Gegner. Und unser Sammelradius. Oh, legendär. 60%. Für die Todeskralle. Nehmen wir mit. Oh, krass. Wir haben gerade zwei. Also entweder ist der Cooldown extrem... Oder der aktiviert sich jetzt immer zweimal. Was denn jetzt? Ja, ich sehe nichts. Physikalisch. Die ersten beiden. Oh, geil. Können wir ja, wenn wir noch Zeit haben, das Level hier direkt mit dem auf Fluch 2 spielen. Müssen wir mal sehen. Weil momentan sieht es ja aus, als könnten wir das schaffen mit dem hier. Ist ja unser erster Versuch mit dem Charakter. Ja, er ist richtig cool. Wir haben selber einen Brummkreisel und noch Tornados. Was will man mehr? Man kommt ja gar nicht hinterher mit dem Einsammeln. Was für eine Verkörperung. Oh, ein Boss ist aufgetaucht. Aber wo? Oh ne, da unten. Oh, hier, der Flammenwerfer-Typi. Krass, ich sehe gar nichts. Oh, Todeskralle erhöhen oder diesen Rumkreis? Ne, hier, das ist ein Pfeil. Ach, das ist schon auf 8 hier vorne. Dann machen wir hier hinten. Ah, erhöhen. Ah. Den Kristall, also der Boss ist scheinbar mausetot. Und den Kristall haben wir auch eingesammelt. Sonst wär noch ein Hinweis im Spiel, dass wir da noch hinlaufen können. Aber so wie es aussieht, haben wir den eingesammelt. Also jetzt wäre aber irgendwie mal Workbereich erhöhen gut. Also zum hier diesen Sammelradius.
Können wir ja auch mal sagen, wie viel Spaß ihr bei dem Spiel habt. Da ist es ja mega. So viele verschiedene Charaktere, so viele Kombinationsmöglichkeiten. Man kann ja immer was anderes ausprobieren. Vielleicht sagt einem eine Fähigkeit mehr zu, die andere weniger. Hier. Aber ist ja, der ist ja mega. Richtig cool. Oh, da bin ich hängen geblieben. Bin ich mit dem Rumkreisel hängen geblieben. So. Machen wir Tornado oder machen wir Tornado? Natürlich machen wir 30%. Legt da im 20 oder 30 vor, als würde man dann 20 nehmen. Da, da, da. Ach, guck mal, ein paar Gegner. Cool. Kriegen wir Erfahrungspunkte. Der Boss kommt. Oh ne, wir stehen mittendrin. Da springt man zur Seite und dann sowas. Komm, wir machen den Todesstrudel noch mehr. Wo ist er denn? Ach da. Oh Gott, was? Welcher von den Kreisen? Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Ja. Ach, er ist tot. Nimm mal das da. Boah, das hat nicht mal für ein neues Level gereicht. Schade ist, dass wir jetzt natürlich nicht... Also es ist nicht für... Schwerer wird es ja dann. Also wir können neu anfangen. Aber dann müssen... Aha, kriegen wir neue Fähigkeiten. Wir könnten natürlich jetzt hier Overlord probieren. Das klappt ja sowieso nie. Aber witzig ist es, also von daher. Gucken wir mal, was der so... Ich habe noch nichts gemacht, ich stehe hier nur, also. Aber dann können wir jetzt hier gleich mal ein bisschen... Wir bräuchten Kettenblitz. Kettenblitz. Den Kettenblitz irgendwie ein bisschen erhöhen. Ja, Kettenblitz habe ich gesagt. Oh, magisch. Donnerschlag. Todesstrudel, Kettenblitz, Todeskralle. Jetzt leuchten sie nicht. Was soll denn das? Donnerschlag. Haben wir. Todesstrudel, haben wir. Kettenblitz, haben wir da hinten. Und Todeskralle. Boah. Komisch. Da haben wir das gerade herausgefunden, dass das angezeigt wird, was verbessert wird. Jetzt wird es nicht angezeigt. Ich brauche mal hier die Erfahrungspunkte, bitte. Danke. Ah ja, jetzt eingesammelt, dann können wir sie auch von hier einsammeln. Die Todeskralle ist Hammer. Also wir haben schon 200 Gegner getötet, ohne uns zu bewegen. Oh Mist, da war ein roter Kreis, den habe ich nicht gesehen. Jetzt kommen Magier. Da müssen wir dann natürlich ausweichen. Aber solange es nur diese Anfangsgegner sind, brauchen wir noch nicht ausweichen. Oder warum auch? Dann machen wir das. Also ich glaube, dieser Tornado saugt die Gegner auch an. Das kann jetzt auch nur so ausgesehen haben. Da ist irgendwo ein Boss. Ach nee, ja, zwei. Vergessen. Das wird ja jetzt stressig. Ich sehe diese roten Flächen schon wieder gar nicht. Wendig stärker.
Windig, stärker. Stärker. Ja, auch schwer zu sagen, ob die noch leben. Ich sehe nämlich nichts. Gott, da waren noch bestimmt rote Bereiche. Verwetten. Falls ihr da was seht, nicht aufregen. Ich versuche hier auszuweichen, wenn ich sehe. Aber ich sehe da gar nichts. Oh Gott, ich gerade am Ausweichen gewesen. Nein, 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 ich bin hängen geblieben. Mann, der lebt ja immer noch. Geh doch mal hops. Ich sehe überhaupt nichts. Also irgendwie müssen wir uns mal woanders hinstellen. Da hat er gerade einen Heilkristall angezeigt, da oben. So. Den nehmen wir natürlich mit. Liegen hier noch Erfahrungspunkte rum? Ja, danke. Also bis auf das wir überhaupt nichts sehen, läuft's gut. Ja, Todeskralle ist noch nicht Stufe 10, die muss noch. Die ist so cool. Zack, wirst du in den Boden gesaugt. Bereich, also noch größer. Oh, da war ein Heilkristall. Ah, krass, hier ist eine Wand. Sind wir so weit gelaufen? Oh, wir nehmen das. Mehr Leben wäre jetzt schon gut, aber naja. Wer braucht bei so einem Angriff noch Leben? Wir sind fast voll geheilt. Oh nee. Das zählt aber nur für die ersten beiden. Erhöht den Schadensmodifikator um 50%. Oh. Oh. Aber 45 Leben. Na, wir nehmen das. Wir wollen ja stärker werden. Werden wir ja nicht, wenn wir mehr Leben haben, ne? Genau. So sehe ich das auch. Das. Da. Und da ist unser erster Versuch, mit dem ist alles ganz entspannt angehen. Weil es sieht auch nicht so aus, als hätte jemals irgendwas unsere Todeskralle überlebt. Ah, gleich taucht doch hier wieder ein Boss auf, ne? Ah. Na komm, wir dann machen wir jetzt mal. Ja, da war eine rote Fläche. Ganz eindeutig. Also es werden mehr Gegner, das heißt der Boss ist nah. Wie macht man das? Sage ich ja. Ja, ist klar, ich stehe mittendrin.
keinen Schaden bekommen, also bin scheinbar ausgewichen. Ach, guck mal, einer ist tot. Wann ist das passiert? Die waren noch zu zweit, oder nicht? Oder war es noch einer? Nö, nee, glaube ich nicht. Waren noch zwei, oder? Dafür, also wenn es zwei waren, hält der hier aber ganz schön was aus. Ich mal ein Level up. Hey, was war denn das jetzt? Ausweit, cool, die haben wir aber auch noch nicht gesehen. Na, aber jetzt sind wir so weit oben. Hey, wir lassen das mal. Also von irgendwas haben wir gerade Schaden bekommen. Und das war keine Fähigkeit sonst. Mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Heilkristall haben. Manchmal liegen ja hier welche rum. Einfach mal gucken gehen. Oh, da war eine Ressource zum Einsammeln. Haben wir direkt gemacht. Also das mit dem weniger Bodenflächen nehmen, habe ich auch noch nicht so verinnerlicht. Das sind diese Brex-Schlangen. Die stoßen uns nach hinten. Die spawnen ja hier mitten in der Wand. Ja, ich sehe gar nichts. Tut mir leid. Also, wenn wir jetzt drauf gehen. Sorry, aber... Ah, jetzt sehe ich es. 100 rote Flächen. Nehmen wir mal ein bisschen Leben, wa? Und gehen mal in diese Richtung. Eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, klar, wie weit kann er denn bitte schießen? Mich verarschen? Er kann quer über die Map schießen. Ob's aber selber nicht. Jetzt hat er auch noch einen Sturmangriff. Was ist denn, geht denn hier ab, bitte? Was zum... Ja, also wir sind gerade einmal gestorben. Boah, was zum Henker? Okay, wir sind gerade ein zweites Mal gestorben. Der schießt hier aber auch quer über die Map. Glaubt er wohl selber nicht. Ist ja aber nicht sein Ernst. Boah, ich sehe nichts. Wenn ich wenigstens wüsste, wo er steht. Ah, da ist er. Und der andere ist dieser Eisvogel. Der geht mir so auf den Nerven. Seine Eiskristalle sind fürchterlich. Ey, ja, Falter. Ist aber nicht dasselbe. Oh ja, kommen direkt die nächsten beiden. Was denn das für ein Trick? Warum kommen denn jetzt noch zwei? Tot, keine Ahnung warum, aber ist doch hier, guckt mal oben. Wir hätten noch Monster töten müssen, bevor die da auftauchen. Hauptsache während des Kampfs der
von zwei tauchen direkt die nächsten zwei auf. Okay. Aber der Charakter macht Spaß. Der ist super. Das war jetzt... Lasst mich gucken, wie hieß er? Der Attentäter. Der ist super. Oh, guck mal, wir haben sogar... Haben wir das vergessen? Scheint so, ne? Wir haben vergessen, Runen zu aktivieren. Naja. Oh, cool, die ist aber neu. Fähigkeitenkontrolle elektrisch. Cool. Was noch was? Fähigkeitenkontrolle Bombe. Ja, wer will denn sowas? So, das schalten wir einfach so nebenbei frei. Voll cool. So, was hat denn der hier für Doppelklingen? Hat er die jetzt auch? Hat er jetzt auch, aber wer die ja jetzt hat, sehen aber auch viel cooler aus. Geht natürlich aber erst bei Stufe 10. Sehr schade. Haben wir nicht geschafft in dem One. Vielleicht, wenn wir ihn unendlich gemacht hätten. So, wir gucken erstmal nicht, dass wir jetzt hier... Die haben wir alle freigeschaltet, ne? Ja. Und die sind noch gesperrt, gut. Dann können wir jetzt hier Fähigkeiten gucken. Da sind noch ein oder zwei Sachen. Blockkraft kostet 2 rote. Hier 5 rote. Für mehr Gesundheit von Kristallen. Aber das hier braucht kein Mensch und das auch nicht. Gut, dann machen wir das einmal. Jetzt kostet das... Aber warte, jetzt mal erstmal das. Das ist auf dem höchsten gut. Jetzt kriegen wir 15 von Kristallen. Cool. So, dann haben wir alles aufgewertet. Voll geil. Müssen nur noch ein paar freischalten. Müssen wir wahrscheinlich eher hier die Stufe höher kriegen irgendwie. Weil, wie gesagt, Overlord-Modus habt ihr ja gesehen. Zwei Bosse direkt dann die nächsten zwei. Also ein bisschen Abstand zwischen den Bossen wäre ja gut. Dann kann man sich heilen. Aber wenn die direkt hintereinander kommen, schwierig momentan. Aber irgendwann schaffen wir das und schalten wir den hier frei. Wie kriegen wir den hier? Endlos Zyklus 2. Also einfach endlos einmal gewinnen und dann noch ein zweites Mal. Okay. Der hier. Alle Flüche mindestens Stufe 4. Flüsternde Grotte. Oh, der sieht aber auch cool aus. Spiel mit allen Flüchen Mindeststufe 3. Kerker der Verzweiflung. Kerker der Verzweiflung. Der da. Ah, cool. Haben wir ja eben Stufe 1 frei, also 2 freigeschaltet. Oh, können wir beim nächsten Mal mal testen. Dass wir die Stufe 3 freischalten. Dann bekommen wir einen neuen Charakter. Und der heißt... Oh, warte mal. Der hat ein Pferd. Das war der gar nicht. Der hier. Ach, wir wissen nicht, wer er heißt. Schade. Aber der hier, wie bekommen wir den? Mit allen Flüchen Stufe 5. Die gefrorene Einöde. Also in der Weihnachts-Map. Sozusagen. Können wir dann... Ah, Stufe 5. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir das machen. Gut, dann haben wir uns heute den angeguckt, der Attentäter. Hat super Fähigkeiten. Ist sehr witzig zu spielen. Macht richtig tierisch Spaß. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne abonnieren, liken und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!